Oh, die Metal-Kutte. Sehe ich da hinten? Schimmert sie in diesem Gebäude? Schnell rüber. Wenn die auch wenigstens ein bisschen Energie bringen würde. Ah, guck mal, da oben ist das KK. Und da haben wir wieder das gute Saufmehl. Müssen wir auch irgendwie drankommen, wahrscheinlich von oben hinab. Ich hab schon wieder das freche Lachen gehört. Ist das scheiße. Wenn das mir jetzt vor die Flinte kommt, kann ich das eigentlich treffen? Ich hätte es treffen können. Scheiße. Wo ist es? Komm! Ja, Mann, wir haben's. Cool. Oh, Gott sei Dank. Das war eine actiongeladene Runde. Ich dachte schon, das war's wieder für uns. Haben wir noch Schuss? Noch 4. Okay, die müssen wir irgendwie nutzen. Ich habe so das Gefühl, wenn wir hier jetzt wieder irgendwo reinlaufen, dann werden wir wieder überrannt. Da hat doch einer gestanden. Komm, ich hab dich gesehen. Hallo. Au. Ich dachte, wollte ich ihn schon gerade auslachen. Da hat er mich noch im Fallen, hat er mich noch ganz böse erwischt. Wo ist denn der? Hä? Na gut. Keine Lust hast. Wo ist der? Komm, der wird schon noch früh genug über den Weg laufen. Früher, als mir lieb ist. Okay, erstmal da rein. Au! Ja! Das hab ich nicht gesagt. Ich bin Metal! Ja, klar. Ja, und mit dem letzten Schuss daneben geballert. So freue ich mir das, so gönne ich mir das. Guck mal, da laufen noch zwei Typen rum. So, die haben wir. Die scheinen irgendwie anfällig zu sein gegen das Pfefferspray. Das ist gut zu wissen. Und ich vermute mal, was ist denn das für ein Gebäude? Ah, die Disco. Hier müssen wir also rein. Sehr schön. Und wir haben schon wieder nur 9%. Also das ist chronischer Mangel an Energie haben wir hier schon wieder. Das ist einfach... Ich versuche immer irgendwie mit Rechtsklick überall dran zu glitschen, ob man da irgendwo rein kann. Dass sich irgendwie da was auftut. Das Bild hat mir einfach gelernt, dass man genau nachgucken muss, überall. So, hier ist nichts. Und da oben kann man vielleicht noch irgendwie aufs Dach drauf. So, hier kann man noch... Ah ja, hier kann man noch hinab. Ah, da kommen wir nur auf diese Etage. Da ist nix. Hier auch nicht. Mist. Komm. So. Hm. Wer ist da? Ist da jemand? Da läuft doch bestimmt wieder so ein Gegner rum. Nee. Okay, hä? Ich dachte, da wäre noch einer, aber scheinbar nicht so. Hier können wir überall noch durch. Können wir hier drauf? Nein, hier können wir nicht drauf. Ah, guck mal, der blaue Schlüssel. Ich rechne immer, dass da noch einer irgendwo steht und der noch so richtig schön noch eine mitgibt. War das hier mit den Pflänzchen? Da kann man nichts machen. Die kann man nicht kaputt hauen. Hier können wir auch nicht rein. Guck mal, da sieht es aus, als ob wir runter können hier. Kann man so am unteren Bildrand erkennen. Aber leider, leider geht das nicht. Schade, schade, schade. So, da habe ich beim letzten Mal auch sehr, sehr schwer getan, überhaupt zu finden, wo das blaue Schloss nochmal war. Hier hinten war es nicht. Ich glaube, wir mussten über die obere Abteilung drüber. Geht hier vielleicht irgendwas auf? Nö. Wenn ich mit Rechtsklick gegen die Wand... Huch, gegen die Wand komme. Wo war nochmal die blaue Tür? Genau, wie bei der letzten Aufnahme, bei der ich so versagt habe. So jämmerlich. Hier war es nicht. Das war irgendwie ganz verschlungen, glaube ich, so um die Ecke rum. Kaum sichtbar. Hier hinten nicht. Einmal Secret, ja. Bitte. Ohne Angel, aber vielleicht mit Victoria.
Alter. Attack, Batson. Ne. Okay, Freunde, das habe ich beim letzten Mal übersehen. Das ist ja sehr geil. Hier, ich habe irgendwie die andere Textur erkannt, hier gerade jetzt im Augenwinkel. Und dann dachte ich mir, hier muss was sein. Alter, das ist schön. Schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. I like. So. Aber wo geht's weiter? Was ist das für ein Ding? Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Da drüber, wenn wir es mal wirklich brauchen. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. War das hier? Nee. Oder was hier? Nee, ich... Was steht hier eigentlich? Lubo-Check. Urban Check GmbH. Aha. Geht die Schranke auf? Nö. Ist sie kaputt war? Nö. Da war das da hinten. Es ist... Ah. Jetzt laufe ich wieder rum und suche die blaue Tür. Wie beim letzten Mal. Kann man hier was mit den Bildern machen? Was sind das da für Typen? Okay, keine Ahnung. Kann ich nicht erkennen. Hier nach einer Band aus oder irgendwas. Herr, erlöse mich und sag mir, wo die blaue Tür ist. Ah, ja, da ist sie. Natürlich, wenn man so läuft, dann läuft man auch dran vorbei. Hier hinten muss sie sein, genau. Alle Barrikaden in den Häusern beseitigt. Und wir wissen, haben wir eben gesehen, ganz oben befindet sich ein MacBacker. Das holen wir uns zuerst. Huch. Hier nochmal raus. Hier. Ich fliege nach oben. Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Denn so ein bisschen Energie. Wow. Ein bisschen Energie können wir immer gut gebrauchen. Das haben wir jetzt einfach gelernt hier in dem Level. Oder in dem ganzen Spiel bekommen wir das eigentlich schon zu lernen. Ich meine auch mal eine andere Sache. Wer baut denn so eine roten Ziegel? Also ich meine, Häuser mit so roten Ziegeln. Wer macht denn sowas? Was sind das für Menschen? Wer muss da gewohnt haben? Und hier unten ist wieder so tristgrau. Ich weiß ja auch nicht. So, jedenfalls können wir jetzt da durch. Nein. Hier. Was die hier für ein Trash im Fernsehen zeigen. Ihr wisst ja, ne? Da kennt ihr ja bestimmt das Video. Wenn nicht, schaut mal bei Minbäcker vorbei auf dem Kanal. Huch. Der Fernseher ist auch sehr stabil zu dieser Zeit. Finde ich cool. Schaut mal bei ihm vorbei und dann findet ihr ein gewisses Video, worauf ihr dieses anspielt. Ah, der rote Schlüssel, sehr schön. So, was haben wir hier für ein Familienfoto? Aha, so sieht doch eine glückliche Familie aus. Gucke mal. So möchte ich irgendwann auch mal aussehen, in 10 Jahren vielleicht. So. Der rote Schlüssel, hier lauert doch bestimmt wieder irgendwas. Wir hier drauf? Ja, hier können wir hier drauf. Bringt uns das was? Und letztes Mal habe ich versucht, da oben reinzukommen. Habe es nicht geschafft, denn da oben könnt ihr sehen. Guck mal, was da ist. Da ist dieser SBS-Detektor oder wie der genau heißt. Guck mal, die liegen auch alle sehr schön. Die waren alle in der gleichen Schule. In der gleichen Ausbildung haben gelernt, wie man sich hinlegt, wenn man sterben muss. So lobe ich mir das. Und was ist denn das da? Ist das eine Rakete? Warte, ich laufe mal ehrfürchtig ein paar Schritte zurück, um mir das Ganze zu betrachten. Kein Nest. Das sieht wahrscheinlich nur vom Fuß so aus wie eine Rakete. Plopp. Hm. Also diese komische Kanone, die da... Die habe ich wirklich durch Zufall gefunden vorhin. Das war nicht geplant, aber wie kommen wir da oben rein? Ich habe schon versucht, ich bin schon von der obersten Etage. Ich zeige mir Finger drauf, das könnt ihr gerade gar nicht sehen. Habe ich versucht, von der obersten Etage hier runter zu springen. Das funktioniert schon mal gar nicht. So, hier ist ein Blumentopf. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass man vielleicht so irgendwie da hinkommt? Aber. Hm. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Möchte euch auch nicht langweilen hier mit solchen langwierigen Aktionen. Hier ist nichts. So, mach auf. Ah, warte, ich erinnere mich. Komisches Vieh, was ist das? Ekelhaft, komm.
Alter, guck mal, die Spinnenbeine und diese hässliche Fresse. Guck mal, wenn ich so aussehen würde wie der, da würde ich auch andauernd so aggressiv sein. So. Schon wieder keine Energie. Mann. Komm. Versuche ich auch Rechtsklick zu machen. Das bringt auch nichts. Schon wieder nur 10%. Das ist doch zum Kotzen. So, Exit. Hier können wir raus. In den Skoromat. Wir haben 50% der Geheimnisse entdeckt. Aha, okay. Gut, du bist in der Disco reingekommen. Hoffentlich spielen die Jesus Christ. Es hat... Was? Es hat... Es hat 6 Pfeilspitze Beine... Achso, und beißt. Perfect Corn ist eine echte Killermaschine. Das einzig Menschliche an diesem Monster sind die Gesichter seiner Opfer, die ihm am Metallschädel festgetackert wurden. Okay. Super Nico City 2. Dancehall Days. Hier in der einst äußerst angesagten Disco hat Super Nico sein Büro, von wo er, wo aus er seine schmutzigen Geschäfte lenkt. Mit Sicherheit weiß er auch, dass du auf dem Weg zu ihm bist. Die ganze City wimmelt nur so von seinen Spitzeln und versteckten Kameras. Deshalb mach dich gleich mal auf, die ein oder andere Überraschung gefasst und sei gewarnt vor Nico Security, den Harley Twins. Ah ja, das ist mir noch in Erinnerung. Geflügelte, sehr gefräßige Bestien, die jedoch nur unter Stroboskoplicht existieren, aufgrund eines genetischen Defekts. Eventuell kannst du das zu deinem Vorteil nutzen, falls sie dir in die Quere kommen. Na gut, ja, ich hoffe, die kommen nicht in die Quere, denn das Hey, Moment mal, hol deinen Wichsgriffel noch weg. Guck, dass er langgewetscht, ey. Alter. Guck nicht so doof, ich bin selber erschrocken. Ja, so sorry, aber Waffen hier in der Disco sind leider verboten. Was ist das denn für einer? Musste ja so kommen. Eine fliegende Koksnase klaut mir meine Waffen. Nix da. Ja, und was hast du jetzt damit vor, du Schnulli? Ich bring die Waffen an einen sicheren Ort. Ah, ja. Ein Ort, den kaum jemand kennt. Oh, gleich reiß ich da Afro ab, du Potsau. Ja, Potsau ist dann wirklich... Bleib hier, du Orangutansau. Blick, soll man hoschen dem Kiffer da jetzt einen Waffen gehen? Ey, es war dunkel und er hat die mir einfach gestratzt, ey. Na toll, ganz große Klasse, Herr Becker. Jetzt kannst du gerade allein gucken, wie du klarkommst. Ey, jetzt sei mal nicht so pissig, ey. Auch die Fäuste. Ich regel das. Der Kloraum ist immer schön. Also, wir wurden unsere Waffen entraubt von einem, was weiß ich, komischen fliegenden Afro-Cop, der hier wohl für Recht und Ordnung sorgt und in der Disco klar sind Waffen verboten. Das ist auch gut so. Und wir... Geht das? Oh ja, cool, guck mal. Pinkel, pinkel, pinkel aus dem rostigen Hahn. Klospülung. Sowas muss belohnt werden? Hä? 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 Kriegen wir jetzt was? Ich will was haben. Was kriegen wir? Komm. Spiel, gib mir was. Gib mir ein Bonbon. Nicht? Okay. Blümchen. Schade, dass man dem Blümchen nichts anfangen kann. Was ist denn das? Eigentlich schade, dass man nicht durchs Schlüsselloch sehen kann. Männer. Oh, okay, da gehen wir schnell weiter. Die scheinen beschäftigt zu sein. Die üben bestimmt eine neue Tanzformation gerade. Ah, jetzt verstehe ich, was das für ein Epas, diese Menge ist hier. Guck mal, das finde ich auch sehr cool mit den Köpfen da hinten in der Wand drin. Richtig Disco-like. Und das da sind wohl Party-Fotos. Finde ich auch cool. Party, Party, Party hart. So, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf das Spiel und betreten was... Alter, was... Meine Augen! Was ist hier los? Ah, der Disco-Bereich. Jetzt verstehe ich's. Okay. Was wartet hier auf uns? Welche fiese Falle? Ah, guck mal, der rote Schlüssel. Sehr schön. Oh. Alter, halte Abstand, du suchst zwei versteckte Schalter im Boden, die den Notausgang öffnen. Ja. Ich, wie gesagt, ich kenne mich etwas aus hier. Ich mache das jetzt mal ganz schnell, weil ich möchte nicht von den... So, oh, hier sind wir sicher. Ich möchte nicht von diesen Dingern zerknabbert werden, deswegen habe ich jetzt mal ganz schnell... Ich hoffe, ihr konntet das gerade verfolgen. Bin ich in die Wand reingelaufen, also da, wo die rauskamen quasi. Hier hinten verfolgen sie uns Gott sei Dank nicht. Wir bekommen unsere Waffen wieder, auch das Ding da. Ach ja, ich erinnere mich an diesen Abschnitt. Ja, das war eine wahre Pracht hier. Haben wir eigentlich noch? Ja, haben wir noch. So. Und deswegen tut mir leid, dass ich jetzt gerade so schnell
da durchgehetzt bin. Aber wie gesagt, ich kannte die Stelle schon und wollte nicht raufgehen. Einfach um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Die Metal-Kutte nehmen wir gerne mit. Finde ich wirklich eine coole Idee. Sehr, sehr schön. Faszinierend, was man sich alles so einfallen lassen kann. Nur du hättest dir mal einfallen lassen können, dass man mal ein bisschen mehr Gesundheit bekommt hier. Wahrscheinlich gibt es die in Hülle und Fülle und ich bin einfach nur so blöd, sie zu finden. Das würde ich mir selbst auch noch zutrauen. So, hier hinten war da noch irgendwas. Komm, hier hinten dran, Geheimfach. Nein. Hier oben kriegt man, glaube ich, den grünen Schlüssel. Den nehmen wir uns aber nicht, weil ich, dann kommt nämlich noch eine fiese Gemeinheit. So, hier die CDs können wir uns noch mitnehmen. Und das Pfefferspray, das... Genau, excellent. Das Pfefferspray werden wir auch noch gebrauchen können. Ich spreche aus Erfahrung. Sie können mir vertrauen. So. Wie gesagt, das ist alles schon für mich bekannt. Ich kann jetzt leider nicht schauspielern. Ich weiß, was kommt. Also ich werde es ein bisschen versuchen, habe ich ja angedeutet, aber... So, denn ich weiß... Ich weiß auch, was jetzt kommt und ja, da könnt ihr ihn sehen, der Rotzlümmel. Ich möchte mal gerne wissen, wer das ist. Ist das ein Kind? Ich hoffe nicht. Nein! Sieht mir doch ein bisschen... Ich kann es nicht erkennen, wer es ist. Könnte auch einer von den Backstreet Boys sein. Aua. Ah, stimmt, ich erinnere mich. Da tat er mir voll leid, weil er immer so gejammert hat, wenn wir ihn getroffen haben. Nicht ihn. Da. Aber finde ich süß mit diesem Babylauten. Wieso treffe ich den nicht? Jetzt haben wir ihn. Ich hoffe, das war keine Munitionsverschwendung. Ich weiß nicht, wie viel Munition wir bekommen im Spiel für diese Waffe. Wie waren das nochmal? Ah ja, ich habe noch was vergessen. Zack. Hier ist nämlich das KK. Ich bin Metal. Ja, klar, Mann. Achso. Hier hinten war doch auch noch was, oder? Ah, nee, ich erinnere mich. Da war diese komische Peitsche. Oder was soll ich... Sorry, möge mich einer bitte verbessern. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. Werdet ihr gleich sehen. Warte. Wir sind gleich soweit. Ah ja. Also lustige Schlägertypen hier. Ob wir eh nicht schon genug Probleme hätten mit denen. Aber sie alle. Sehr schön. So, hier bekommen wir den blauen Schlüssel. Und hier dieses komische Band. Was ist das? Ah, das war der Nietengürtel. Genau. Der Nietengürtel für Attack. Was? Keine Ahnung. Ist hier hinten noch irgendwas? Easy peasy. Alter. Nice. Okay. Den essen. Okay, das ist... Das ist nicht so cool. Den habe ich nicht... Ja, da ich letztes Mal auch diesen Transmitter nicht gefunden hatte... Und weiß ich auch nicht, dass dieser Typ da rumfliegt. Toll, wir haben nur noch zwei. Ich verschwinde ganz schnell von hier. Denn hier hinten bekommen wir nämlich noch ein formschönes MacBäcker. Sau gut. Ja, klar, Mann. So, was kam jetzt nochmal? Lass mich mal gerade überlegen. Weiß ich's noch? Ah, stimmt. Jetzt sehen den Saft und diese komischen... Oh, Sterne. Und diese komische Twins gehen drauf. Ja, die Harley-Twins sind tot. Das macht 500 Punkte. Danke, Kumpel. So, ich glaube, das Level versuche ich mal noch zu Ende zu spielen. Ja, komm, ich weiß, was jetzt kommt. Deswegen... Vielleicht klatscht es hier, aber ja. Kein Beifall. So, einen haben wir. Da kommen aber, glaube ich, noch mehrere. Das waren, glaube ich, vier oder drei Stück. Wo sind sie denn?
und die tauchen auch wieder meinen Rücken auf. Hallo, wo seid ihr? Freunde! Ah! So. Ist mir gerade egal, ob ich Munition verschwende oder nicht. Ah, guck mal. So, einen haben wir. Und den anderen haben wir auch. Sehr schön. Da können wir uns hier die CDs mitnehmen. Wo ging es hier nochmal raus? Ja, da erinnere ich mich auch dran. Habe ich letztes Mal auch wie blöd rumgesucht, bis ich den Ausgang gefunden habe. Hier ist nix. Stimmt. Oh ja. Kein Super Nico da. Okay, ich glaube, das, was ich jetzt gerade mache, ist voll die Verschwendung. Toll. Naja. Egal, wozu habe ich überhaupt diesen Burger überhaupt gegessen? Hab mir alles eh wieder abgezogen bekommen. Ja, sie hat gerade gesagt, dass der Super Nico nicht da ist, weil hier, guck. Warnung, Falle fehlgeschlagen, Black Becker ist unterwegs. Wir wurden also schon erwartet. Können wir irgendwas mit dem Bildschirm machen? Nö. So. Dann mal das Knöpfchen drücke. Zugang zu verstecktem Schalter. Und der Ausgang wurde geöffnet. So, wo war das nochmal? Ja, nee, da war der komische Raum. Das hier, da habe ich letztes Mal auch gesucht, wie blöd. Das weiß ich natürlich schon wieder nicht. Das ist peinlich. Ich weiß, das war, glaube ich, hier drin, ne? Ja, genau, hier. Zack. Level geschafft. Punkte werden bisher 17.520. Restliche Gesundheit haben wir ein bisschen bekommen. Gegner vernichtet. Entdeckte Secrets. Klar, wir haben zwei Stück gefunden. Oder haben wir eins gefunden? Ich weiß schon gar nicht mehr. Neuer Punktestand. Wow, alle Secrets und Schätze gefunden. Leider sind hier einige Gegner entwischt. Kleine Info am Rande. Der Zugang zum Bad in der nordöstlichen Inselbucht ist eigentlich nur exklusiven Gästen von Super Nico gestattet. Bisher konnte jedoch niemand den Weg dorthin. Super Nico City 3 in Pursuit of S. Nico. Vor dir liegt ein kleines Touristenviertel. Doch wer heutzutage hier seine Ferien verbringt, tut dies meist nicht freiwillig. In Scharen lässt England die Bürger des Festlands einfliegen, um seinen A-Tower zu begutachten und seiner Macht zu huldigen. Denn das versteht er unter Zwangsbeurlaubung. Weil Super Nico hier auch ein Fitnessstudio betreibt, ist es naheliegend, dass er sich dort eingesperrt hat. Aber vielleicht sprichst du zuallererst mal mit einer guten Freundin von mir. Milka aus der Hotelrezeption ist schon seit Ewigkeiten Stammkunde in Nicos Studio. Sie hat sogar einen Schlüssel. Also bekommen wir jetzt mit einem Fitness-Guy zu tun. Das wird ja immer doller. Alle Leute sind auf meiner Seite. Ja, und hier werde ich auch die Folge beenden. Das Gequatsche von dem Typen hören wir uns das nächste Mal an, denn das ist repetitiv, also das kommt immer wieder. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, bevor wir die Aufnahme beenden. Wir haben heute den Nightwing besiegt, dieses Klowesen, was den Klo vom Adi Engler putzt. Den Super Nico haben wir leider nicht gefunden. Dafür haben wir die Harley Twins platt gemacht und wir befinden uns jetzt im nächsten Level. Ich würde sagen nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr zuguckt, fürs dabei sein, ladet euch das Spiel runter, es ist vollkommen kostenlos, unterstützt den Entwickler. Wir sehen uns in einer neuen Aufnahme, wenn wir wieder frisch dabei sind. Diesmal hoffe ich, hat alles funktioniert bei der Aufnahme, denn Alter, ich hab keine Lust, das normal zu machen. Bis dahin, macht's gut, euer Pulsar, ciao!